Es ist wirklich schön zu betrachten. Ja, Mann. Und der Mond nur gewisse Teile reflektiert. Verstehst du, was ich meine, Bruder? Verstehe, was du meinst, Bruder. Bruder, sei mal ehrlich, ja? Hau raus, Brat, ich bin immer ehrlich, du weißt. Wir sind wie so zwei süße Pärchen hier, Digga. Bruder, weißt du, Frau? Ich hätte direkt gegeben. Ich sag ihr dann hallo, wie lange bist du schon hier? Sie sind, schaut nicht nur an, fragt, was riecht denn aha, hier so? Aha, ich sag ehrlich, ich bin ne Farmer, yo. Ich bin ne Farmer, bin hier geboren, auf genannt und in Kühe. Was geht ab? Direkt am Sack grad, am Arsch grad, geile Musik war heute. Ich bin ne Farmer, bin geboren auf den Land und lecke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und der, die ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich bin ne Farmer. Puppel. Ja, oder? So, Digga, ist das. Digga, Ibra. Was ist das, du, Digga? Nein, Digga, doch, das soll es gut sein. Ich mach nur. Ich glaub, die Robbe braucht wieder sein Wasser. Wo ist die Robbe, Digga? Wo? Wo ist er? Im, rechts im Meer. Oder Scheiße, doch. Oder? Ich weiß, dass du das bist. Nein. Doch, nein. Doch, natürlich. Nein, hier, oh. Hallo. Wo? Ey, ich hab keine Ahnung, Digga. Ich bin scheiße. Die Waffe draußen, Junge. Achso, schreib ich mal nicht an, oder willst du Kopfnuss? Zauberlelle, Junge. Pass auf, dass du nicht zu tief in meine Augen schaust, sonst blitzt's, Alter. Ja, da liegst du aber ganz schnell. Ich weiß nicht, Sonja hat irgendwelche Probleme. Ich hab keine Probleme, mir geht's gut. So, Ölnacken. Ja, setz das gerne schon mal um, wenn ihr das möchtet. Ey, das ja, ist was andere hier. Sie hätte gemeint, es dauert halt, halt mal 2-3 Wochen Zeit geben, weil sie sich jetzt erstmal dran gewöhnt haben, jetzt angefangen haben zu arbeiten, weißt du? Weil es ist auch, Entschuldigung, dass ich das so sag, dumm, immer zu dir zum Battlen zu kommen, weißt du, für Farmfahrzeuge. Deswegen, durch dieses 90-10-Prinzip, wenn das alles aktiv läuft und es wird aktiv laufen, glaub mir, da wird Geld reinkommen. Ich kenne Gruppierungen, die haben jetzt eine. Moment mal ganz kurz. Ey, guck mal, du tötest mich gleich. Ich hab gerade. Easy, man. Sehe ich gerade richtig, Digga? Hürde, du bist Start hier. Was war das denn, Digga? Bruder? Der beste Pilot. Hä? Warte mal ganz kurz. Was denkst du? Hab ich jetzt zu viel Drogen genommen, Digga? Nee, wieso? Ist das, was ist das, Digga? Ein Helikopter. Frog. Hä? Bist du? Das ist ein Helikopter, ja? Okay, Digga, ich nehm zu viel Drogen, Digga. Alles gut. Lass weitergehen, Digga. Alles ist gut. Komm hier runter. Sonny. Ey, sorry, warte ganz kurz. Ich brauch kurz. Ja, kein Problem. Ey, fliegender Kämpfer, Digga. Ich kack ab, Digga. Bruder, Harry Potter und fliegt, Digga. Guck dir das an. Digga, ab nach Hogwarts, Bruder. So, alles okay jetzt? 4 PDWs. Bruder, jetzt wir haben noch PDWs im Lager, Nikolai. Sekunde. Wie viele? Sekunde. Achso. Bruder, Digga, ich genieße echt die Show, Mann. Wie geht's euch so, Leute? Alles fit? Ja. Ey, Leute, ich schwör auf alles. Irgendwas stimmt mit mir nicht, Mann. Ich sehe einfach fickten, fliegenden Camper, Digga. Ich hab zu viel Drogen genommen. Ich schwör auf alles direkt vor mir, Digga. Warte, Bruder, das sollte dich aber wieder ein bisschen runterbringen. Das hier, ist, weil ich weiß, keine Max. Er fliegt rein, einfach durch die Gegend, als wenn's Standard wäre hier in Los Santos. Hey, Bruder, Herz, gönn dir das mal. Danke, vielleicht hilft's. Dankeschön. Bruder, das wird dir helfen. Ja. Da kam mir dieser Donatello mit einem Pfister, mit einer Frau und noch einem Typen, ne? Darf ich kurz unterbrechen? Ich kann diesen Namen nicht mehr hören. Er muss ausgelöscht werden. Ich kann ihn nicht mehr hören. Er macht mich nervös. Ja, okay, dann sagen wir einfach nur noch dieser eine Typ. Ich dreh durch. Oder er muss weg. Ist mega, ja. Wir müssen ihn finden heute. Er muss sterben. Ist er hier? Ja, wir fahren jetzt zu dritt los. Okay. Wo sind die Echten? Wir sind auf Jagd. Habe ich das richtig verstanden? Döner-Teller, ja. So sieht's nämlich aus. Cobra-Modus, würde ich sagen. Wie sieht's aus? Information an alle: Döner-Teller ist da. Er ist auf der Insel. Er ist gerade im Gespräch. Hallo, Sandy Shores, rotes Dach, Chromdings. Die wurden gefragt, ob da welche vom Kartell sind und die haben gesagt, ja. Nein, und sind weggefahren, Entschuldigung, so war das. Alle Sandy Shores gucken, die müssen dort irgendwo sein. Ja, easy, was geht? Kurban, pass auf, Donatello ist vor unseren Augen... Was? Sandy Shores. Sandy Shores. Sandy Shores. Alle nach Sandy Shores, der ist dort. Silberner Bentley. Leonie und ich sind unterwegs. Silberner Cadillac-mäßig. Alle nach Sandy Shores. Attacke Feuer. Ehrlich, bleib da am seinen Arsch, Bruder. Sorry, bleib mal locker, bitte im Funk. Batterieverarbeiter, Bruder, er ist vor mir. Batterieverarbeiter, er ist vor easy. Im Durchschnitt gerade bei allen um 50 gestiegen. Genießt du Waffe raus? Okay, Ruhe, langsam. Leute, beruhigt euch. Er ist am Batterieverarbeiter. Schussfreigabe, los. Bergbettin. Wir haben ihn. Also, Start, er ist hier. Gefängnishöhe. Schafter ordnen. Mehr Informationen. Schafter ordnen, oh mein mehr Gott. Mehr Informationen. Oh, ganz Insel ist an seinem Arsch, Digga.
Das schieß auf die Reifen, schieß auf den Reifen. Schick mal bitte 187 weg, ja? 187, könnt ihr bitte gehen? Ihr habt genug gespottet. Komm, Jungs. Schieß gleich. Jungs, ihr müsst ein bisschen... Leute, das ist zu viel, Mann. Soll ich ein paar zurückziehen? Ja, bitte. Ihr zieht ab. Das ist Donatello. Stay. Donny. Ja? Die haben sich aufgegeben als Kartellmitarbeiter, als ich gesagt habe, ja, komisch, ne? Dass ich aber mit Kartell in einem... Sag nicht, du steckst fest, Bruder! Ist dein fucking Ernst? Was machst du? Ich kann nicht wegfahren, weil die Affen mich festgefahren haben. Die Geister, ich fick dir ernst. Bruder, ja, was soll ich machen? Verkäufer? Wir sind gefickt, Digga, wir sind alle festgefahren, Alter. Ich muss los. Wo seid ihr? Ich komme. Sag, Bruder. Weil die Affen nicht fahren können. Irgendwo in dem Nirvana, Digga. Die Standort. Sind manche noch nicht da. Danke. Danke fürs Wegräumen, Alter. Schick mir aber bitte den Standort von ihm, bitte. Jetzt. Im Burrito, Alter. Ihr seht ihn am rechten Seite. So, du Kleine. So, jetzt aber. Jetzt ist vorbei. Donatello schreibt mir, ne? Was macht er? Wie meinst du? Ich langweile mich, wir sehen uns heute noch. Bring mich aber nicht wieder zu den Cops-Flugmodus wieder an. Was? Bruder, Sonny. Leute, das war der Falsche, Alter. Sie wollt mich gerade alle verarschen, oder? Der heißt Simon noch was. Oh, wir haben... Aber die gehören zu ihm. Wir haben den Falschen gebacht. Achso, die gehören zu dem? Das sind zwei, ja, das sind Safe Call, Bruder. Schreib ihm zurück, entweder du stellst dich oder wir töten noch mehr von deinen Leuten. Warte. Ist der Zweite? Dich er ist der oder da oben mehr von deinen Jungs sterben. Die liegen hier beide ineinander. So, ist raus? Ey, ihr kleine Ratten, Alter. Euren Boss kriegen wir auch noch, ne? Ey, nein, entweder ihr gebt euch... Stabilisiert, der hat aber einen Durchschuss. Ja, ich darf. Ergebt euch lieber, oder euer Arsch gehört mir, Mann. Ey, überlegt's euch gut, habt ihr mich verstanden? Leute, dieser Drecksdönerteller lebt noch, Alter. Ich dreh noch durch, wir haben den Falschen leider erwischt. Leute, bleibt ruhig, ne? Wir sollen keiner von uns, bleiben. Bruder. Niemals zu laut reden. Oh, ganz ehrlich, wir haben seine Leute getötet. Wir haben seine Leute getötet. Das Auto weg. Nee, geh mal weg. Das ist kein Problem. Digga, und wir töten auch ihn. Seine Leute, die abgeknallt wurden gerade, ne? Also damit ihr Bescheid wisst, er ist noch am Leben. Er hat nur dieses... Vorhin hat auch einer gemeint, der wäre auf der Insel. Als Shit. Mehr nicht. Donatello hat ihm wohl geschrieben, dass er sich gerade heftig lustig übermacht und diese Jungs nur Köder waren. Hey, Laserli, was machst du da? Ey, Öli, was los? Okay, danke. Wo bist du? Was lachst du? Wo bist du denn? Wo ist er? Da drüben. Ja, wo? Wie kommt er denn da drüben? Ach, da oben der Magge. Mit dem ist er unterwegs hier schon wieder im Auto. Ich meinte vorhin, dass ihr Privatgespräche führt. Über Stechen oder was? Ja. Wer ist das? Junge Dame, wer sind der Sie? Der Weihnachtsmann. Ist das Leonie? Geht da wieder was bei euch? Willst du mich verarschen? Da geht nichts. Was ist denn da los? Rede, junge Dame, wer bist du? Hi. Oh, du hast ja eine ganz andere Stimme. Wer bist du? Ja, richtig. Er denkt, das ist der Dicke bei der Sache. Oh. Oh. Komm doch mal zur Seite, stell dich doch mal vor, wer du bist. Nee, ich bin gerade ein bisschen im Stress. Du bist ein bisschen im Stress? Mhm, richtig. Rico, das ist respektlos, mich nicht vorzustellen. Wer bin ich? Bin ich ein Würfelpark Passant oder was? Nee, das ist ein Fremder, Anna, hör nicht auf den. Anna ist dein Name, wie geht's dir, Anna? Wo kommst du denn? Jetzt ganz gut, und dir? Mir geht's blendend. Genau. Hey, das war doch Diablo. Ich bin nicht... Diablo? Das ist mein Spitzname auf jeden Fall, das passt. Hey, Rico, ich... wieso... Naja gut, ich kann das wohl auch... Ich muss das wohl hinnehmen, ne? Wenn sie sich nicht vorstellen möchte. Ja, kann sie ruhig, alles gut. Also Anna, wie alt bist du, wie groß bist du, wie viel wiegst du und von wo kommst du? Man fragt eine Frau nicht nach dem Gewicht, ey. Gewicht? Ach komm, das nimmst du doch nicht ernst, Mann. Ich bin auch ein Lappen. Passt schon. Muss ich mich dazu jetzt äußern? Nein, musst du nicht. Doch! Okay, gut. Okay, doch, musst du. Sonny, komm jetzt. Muss ich nicht. Luke ins Meer, der steht auf der Achso, Achterbahn Luke auf. Hat Depressionen, Digga. Ich muss ihn vor Selbstmord abhalten, ja. Ey, Anna. Oh, ja. Kennst du Sims? Ja, sag dir was. Oh, wir haben so Minuspunkte über Kopf, bisschen. Aber komm, steig ein. Ja, Minuspunkte über Kopf. Du hast dich mir nicht vorgestellt. Ja, tut mir echt leid. Ja, ist schon okay. Schönen Abend. Ich bring die Anna nachher vorbei zu deinem Haus. Zu meinem Haus? Ich hab kein Interesse. Behalt sie. Vollgas, bitte. Reinhauen. Er will sich... Will er sich umbringen, oder was? Ja, ich kann ihn auch abstechen, er soll nur was sagen. Nein. Ist doch alles gut. Luke! Mit Arschloch. Luke! Ich komme nicht hoch, ist abgesperrt. Einfach drüber hupsen. Okay. Genau, zum Thema nochmal, dass sie mich Shops genommen haben. Die Frage. Warte, es ist gerade eine ernste Lage, lass gleich besprechen. Das ist nicht dein Ernst, dass du jetzt bei sowas ernste Lage sagst. Ich erkenne den Ernst der Lage gerade. Oh doch. Das, nein. Hallo? Was waren jetzt bei dir mit 8? Das war immer nur so eine sinnlose Scheißdinger da. Also ich meine jetzt wirklich mal so richtig... Alter, es gab noch nie was wirklich,
wo jemand gesagt hat, ich hasse Luke und so. Weißt du, ich meine, Alter? Hallo, kommt mal alle runter. Hat hier jemand ein Problem? Will jemand hier irgendwie zufällig abrutschen? Wenn ja, muss ich das wissen. Bewegt euch nicht zu schnell jetzt, bitte. Was ist los? Okay, warte, Luke, hör mal zu. Luke, wir müssen... Digga, du bist doch keine Ratte, Digga. Was schief bei dir? Ach, Digga, nicht nur das. Du hast es jetzt gerade nicht mitbekommen. Ist aus. Was ist los, Luke? Ach, Sonny, mein geliebter Bruder. Ihr alle, meine geliebten Brüder und meine zwei geliebten Schwestern. Das Ding ist, bringe ich mich in Gefahr, bringe ich die Familie in Gefahr. Ja. Und dies möchte ich natürlich nicht. Ich habe eine Idee. Das ist aber kein Grund, sich umbringen zu wollen. Das auch ich nicht. Marina, wollen wir zu unserem Anwesen fahren, die dann Gas tanken. Du darfst eine Sache nicht vergessen. Gasexplosion überlebt. Hey, Rico, auf damit. Ein Suizid ist ein sehr egoistischer. Du hinterlässt sehr viele trauernde Menschen. Möchtest du sowas? Um Gottes Willen, nein. Na also, dann solltest du dir doppelt und dreifach überlegen und am besten an die Hand von einer dieser Damen gehen und mit uns darunter gehen, in eine Bar gehen, gemütlich ein paar Jays rauchen, ein paar Whisky trinken und über die ganze Sache reden. Du willst dich ja nicht selber erst erlösen und alle anderen Leute um dich rum sind traurig bis zum Rest ihrer Tage. Ach, Jairo, hätte ich den Suizid gewählt, hätte ich dich vorher angerufen. Okay. Damit du wenigstens vor meinem Tod noch ein Gebet sagen würdest. Los, Leute. Ich komme hier nicht mehr von den Dingern runter. Gib dem Burschen mal einen ordentlichen Haar. Nein, pass auf, dass ihr hier bitte nicht runterrutscht. Soll ich dich runtertragen? Ey, bei mir ist es wirklich so, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runter. Komm runter raus, den. Ey, Franz, mach mir hier mal alles nach. Geht runter. So nicht. Schön vorsichtig. Wir gehen hier die Treppen runter. Ein Schritt nach dem anderen. Wie man's. Ups. Conny. Ja? Weißt du noch, was ich am Anfang zu dir gesagt habe? Was? Was mein Vorhaben ist. Ja, was denn? Diese Insel hier, der Staat. Ja. Da muss gebessert werden. Es muss alles brennen. Ja, ist richtig. Aber langsam habe ich das Gefühl, dass ich nach diesem Verlangen süchtig werde. Ah, ein Pyromane, wie ich es leider bin. Ja, da werde ich dich mit voller Tateskraft unterstützen, mein Freund. Ich auch. Ja. Sei ein Friseur, oder was? Ja, Papa, gib du mir mal Geld. Ich will nicht, nein. Erstmal Sackhaare flechten, Digga. Oha, Sunny im Boxershort. Oha, Franz im Boxershort. Weggucken hier. Yeah. Oh mein Gott. Alter. Ach du Scheiße. Junge. Das ist Luke. Komm her. Digga. Warte, ich. Da muss ich aber los. Hä, warum? Aber es lohnt Bruder! Sich nicht, das was zur verfickten Hölle? Was willst du denn machen? Alter. Ich echt nur gehen. Ja, seht ihr meine Fresse? Oh, Nein. Also ich muss sagen, die PS hier sind wunderschön. Alter, wollt ihr ehrlich meine Fresse sehen? Mach. Ja, mach. Los, hau raus. Wie viel kostet das? Bruder, ich muss komplett los hier. Bruder, ich muss Sonny? Wenn ich jetzt eine 17 würfel, läufst du so mit diesen Haaren eine Woche lang. Wenn jetzt, Bruder, das kannst du nicht mit mir machen. Eine 17. Ja, doch. Mach das nicht. Nein. Oh. Der 17, nächste Würfel. Oder? Schock. Hola, Signore, was geht, lo? Ja, ich versuche mich in den Wolf zu verwandeln, aber es ist nur Halbmond, Digga, was ist das? Oder Halbmond, es ist wirklich schön zu betrachten. Ja, Mann. Die Sonne in verschiedenen Winkeln auf den Mond strahlt und kann nur gewisse Teile reflektieren. Schickst du was mehr, Bruder? Au! Bruder, sei mal ehrlich, ja? Hau raus, Blatt, ich bin immer ehrlich, du weißt. Wir sind wie so zwei süße Pärchen hier, Digga. Bruder, weißt du, Frau? Ich hätte direkt gegeben. Okay. Andersrum genauso, Bruder, du weißt. Natürlich. Ich schwöre, heute müssen wir uns noch verhandeln, Digga, alles. Bruder, muss, Junge, wir gucken den Mond an und werden wie Werwölfe. Hart sind wir ja schon, Bruder. Hart sind wir? Ja, Nacken auch stabil. Bruder, du weißt Bescheid, Digga. Ich weiß. Weißt du, einmal mein kleiner Cousin. Boah, er hat so Rückenhaare. Puh, shit, Bruder, mehr als du und ich zusammen, Bruder, das kenn ich. Du denkst, was da? Bruder, er hat mehr Rücken als du und ich, Bruder. Echt, Digga? Ich schwöre, ey, Bruder, du bist ein Hund, ich schwitze mit doch gerade. Er hat mehr Rückenhaare als du und ich. Digga, kann man. Ich glaube, er ist 9 oder 10, ne? Bruder, Digga. Egal, er wird bär, wenn er. Bruder, Rückenhaare ist da so. Fell, weißt du, ich meine? Ich weiß, was du meinst. Weißt du, Bruder, wenn du Winter hast, dann. Was für T-Shirt, was für Pullover, dann? Und Rückenhaare ist da Teppich, Bruder, weißt du, ich meine? Bruder, wenn mal Bullen dich verfolgen, kannst du Teppich laufen. Wenn du Rückenhaare hast, Bruder, ziehst T-Shirt aus, Bruder. Tarnst dich, Bruder, weißt du, ich meine, so wie Chamäleon, Bruder. Ich weiß es. Ich schwör's dir. Ich hab so einen Kopf, legt sich dann so auf den Rücken, der denkt so, Teppich, der Hund. Teppich.